Hi, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Mitarbeiter-Onboarding mit Lynchpin – effektiv, effizient und mit Spaß. Schön, dass ihr alle da seid. In den aktuellen Zeiten werden jeden Tag Fragen gestellt, auf die eigentlich niemand eine Antwort weiß. Wir möchten das heute mal anders machen und euch eine ganz banale Frage stellen. Und zwar, isst du dein Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Diese Frage beschäftigt uns hier sehr. Ihr werdet nachher auch wissen, warum. Ihr könnt hier an dieser Umfrage teilnehmen über den Link, den wir auch im Chat noch posten. Und wir schauen uns nach dem Vortrag die Ergebnisse an. Aber eigentlich wollten wir ja über Onboarding sprechen. Erinnert ihr euch an euren ersten Arbeitstag? Bei mir ist es schon fast 14 Jahre her. Ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern. Aber vielleicht geht es euch anders. Wisst ihr noch, wie ihr euch an dem Tag gefühlt habt? Wart ihr aufgeregt? Wusstet ihr, was auf euch zukommt? Wart ihr nervös? Wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich wusstet, wie ihr euch wertschöpfend einbringen könnt? All solche Fragen stellen sich viele Leute und vor allem Personalverantwortliche. Denn wir sind davon überzeugt, dass von einem gelungenen Start im Unternehmen auch abhängt, wie engagiert und motiviert sich ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin ins Unternehmen einbringen kann. Wir bei Seibert Media haben uns vorgenommen, unseren Mitarbeitern den geilsten ersten Arbeitstag zu bescheren. Das ist unsere Vision davon. Zum einen, weil wir wollen, dass sich alle bei uns wohlfühlen. Und zum anderen sind wir natürlich auch ein Unternehmen und möchten, dass sich die investierte Zeit von allen auch lohnt. In einer Umfrage wurden über 600 HR-Verantwortliche interviewt und 78% von denen glauben, dass sich Fluktuation im ersten Jahr über gute Onboarding-Maßnahmen verringern lässt. Aber was heißt eigentlich Onboarding genau? Beim Onboarding sprechen wir von drei Aspekten. Der erste Aspekt ist die allgemeine Einführung ins gesamte Unternehmen. Der nächste Aspekt ist die fachliche Einarbeitung eines jeden Mitarbeiters, damit er wirklich sich gut einbringen kann. Und der dritte Aspekt ist die soziale Integration ins Unternehmen. Wie schnell findet der neue Mitarbeiter Anschluss und fühlt sich wirklich gut? Bei uns, bei Seibert Media, heißt Onboarding auch Kuchen essen. Kuchen spielt bei uns eine durchaus große Rolle. Wir möchten euch das Onboarding zeigen, wie es bei Seibert Media läuft. Wir wissen, Seibert Media ist viel kleiner als die Unternehmen, in denen ein Großteil von euch arbeitet. Aber wir unterstützen unseren Onboarding-Prozess mit Lynchpin und deswegen möchten wir einen inspirierenden Vortrag für euch erzählen. Hierfür stelle ich euch jetzt mein Team vor. Oder das Team stellt sich selber vor, denn ich habe eine ganze Handvoll Leute mitgebracht, die euch eine kleine Geschichte erzählen wollen. Fangt ihr doch mal an. Mein Name ist Alisa. Bei Seibert Media bin ich Marketingmanagerin und spiele aber heute die Rolle der Bewerberin, der neuen Mitarbeiterin. Mein Name ist Christina. Ich bin bei Seibert Media Lynchpin Universe Member und bin das heute auch in der Geschichte. Ich bin der Adil, ich arbeite bei Seibert Media im Bereich des Partnermanagement. Heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Alisas Bewerbung zu bearbeiten. Ich bin der Reda, ich bin hier Service Owner für die Kundenbetreuung und ich erzähle später etwas zu Prozessen, speziell dem HR-Prozess fürs Onboarding, aber auch anderen Prozessen und was das eben mit so einer Lösung eigentlich genau zu tun hat und wie man damit gut umgehen kann. Und ich bin Katja, Solution Owner für Lynchpin und ich möchte so viel es geht herausfinden, womit wir euch helfen können, um Lynchpin noch besser zu machen. Und nun übergebe ich an Alisa, denn heute erzählt sie uns ihre Bewerbungsgeschichte. Genau, mein Name ist Alisa und ich habe gerade mein Studium abgeschlossen im Bereich Media Management und bin auf der Suche nach einem Job. Im besten Fall als Produktmarketingmanagerin und da habe ich mich bei Seibert Media beworben, habe über die Website von Seibert Media meine Bewerbungsunterlagen eingereicht, meine Bewerbung geschrieben und genau, meine Dokumente trudeln jetzt bei Seibert Media ein und ich hoffe auf die Bearbeitung und auf eine Zusage bzw. erstmal eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Super. Wenig verwunderlich ist, dass wir bei Seibert Media die Bewerbungen alle auch mit Jira erfassen. Heißt, dass das Formular, das Alisa in unserem Bewerberportal ausgefüllt hat, generiert automatisch ein Jira-Ticket.
Das liegt in einem bestimmten Projekt, hinter dem auch ein spezifischer Workflow hinterlegt ist, der sicherstellt, dass so viele beteiligte Personen im Unternehmen von dieser Bewerbung mitbekommen und die Möglichkeit haben, ihr Feedback zu Alisa abzugeben. Das realisieren wir einfach über die Kommentarfunktion, aber natürlich auch über E-Mail-Vorlagen, die dort integriert sind. Und in Alisas Fall war die Situation so, dass wir sie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen haben und ihr danach auch sagen konnten, dass sie den Job bekommen hat. Sobald wir eine Zusage aussprechen und Alisa unser Angebot natürlich akzeptiert, wird bei uns auch ein Onboarding-Prozess angestoßen. Diesen Onboarding-Prozess würde ich euch jetzt gerne mal demonstrieren, direkt im Live-System, das wir hier vorbereitet haben. Das sieht dann jetzt so aus. Heißt, für jede neue Mitarbeiterin, für jeden neuen Mitarbeiter legen wir so eine Checkliste an für das Onboarding. Auf dieser Checkliste werden alle Punkte erfasst, die erledigt werden müssen, damit Alisa ihren geilsten ersten Arbeitstag hier antreten kann. Also werden hier Informationen hinterlegt, wie zum Beispiel die Zuordnung eines Lotsen oder ein Eintrag in der Infothek, wo sie sich mit einem öffentlichen Profil vorstellt. Aber die IT bekommt auch die Ausstattungswünsche, also an den Arbeitsplatz, welchen Rechner sie gerne haben möchte, welche Präferenzen sie für den Monitor hat, auch hier sofort mitgeteilt. Damit wird sichergestellt, dass erstmal nichts untergeht. So. Als Personaler ist es auch meine Aufgabe, einen sogenannten Flugplan anzulegen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf, um zur Übersicht zu gelangen. Bei Sabet Media werden nämlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Newbies sozusagen, auf einer übersichtlichen Seite hier vorgestellt. Hier sehen wir auch ganz kurz, wer hier vor kurzem angefangen hat. Und hier sehe ich auch natürlich auch Alisas Checkliste bzw. Flugplan, den ich auch hier einfach mal anklicken kann. So, bei dieser Checkliste, diesem Flugplan, handelt es sich jetzt einfach um eine Vorlage, die wir immer wieder verwenden, um Mitarbeiter onzuboarden. So, es beginnt immer standardmäßig mit einem Willkommenstext, der auch an Alisa adressiert ist. Unten drunter sehen wir halt Informationen zu den Ansprechpartnern, wie zum Beispiel, wer der Lotse ist. In dem Fall bin ich der Lotse. Das heißt, ich habe die dankbare Aufgabe, Alisa während ihrer Probezeit als zentraler Ansprechpartner zu begleiten und ihr bei allen Fragen und Anregungen behilflich zu sein. Dann stellen wir auch natürlich hier, gerade in diesen Zeiten, unser wichtiges IT-Team vor, an das sie sich melden kann, wenn auch immer sie Probleme mit ihrem Rechner hat. Dann sind noch die Kontaktdaten von der Susi hinterlegt, die zentrale Ansprechpartnerin rund um Gehaltsabrechnung, Überstunden, Elternzeit, sämtliche Fragen, die man hat, können direkt von Susi geklärt werden. Und dann nochmal zwei freundliche Gesichter aus dem Bewerbungsgespräch, Silke und Alina. So, danach haben wir hier Aufgaben hinterlegt, die wir unterteilt haben in erste Woche, organisatorisches, soziales, aber auch Schulungen, Veranstaltungen und Agile.org. So, hier sehen wir zum Beispiel, dass die erste Aufgabe in der ersten Woche lautet, backe uns einen Begrüßungskuchen. Bei Sabet Media nehmen wir Kuchen sehr ernst, das werdet ihr entweder schon wissen oder das werdet ihr noch bemerken. Aber das sind jetzt praktisch Aufgaben, die sie jetzt erfüllt, um genau die drei Aspekte, die Katja vorhin angesprochen hat beim Onboarding, zu realisieren. Neben diesen lustigen Aufgaben wie den Begrüßungskuchen mitzubringen, gibt es natürlich auch ein paar ernstere Themen, wie zum Beispiel sich die Passwortrichtlinie durchzusehen oder die Organisation eines Feedback-Gesprächs. Wie man hier auch erkennen kann, sind sämtliche dieser Links, wo noch mehr zu tun ist, verlinkt, sodass Alisa sich selbstständig darüber informieren kann, wie denn dieser genaue Prozess denn aussieht. So, diese Checkliste ist dann damit fertiggestellt und kann dann von Alisa bearbeitet werden, sobald sie zu ihrem ersten Arbeitstag antritt. Dann bleibt für mich als Personaler nur noch die Aufgabe, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Sabet Media darüber zu informieren, dass Alisa anfängt. Das habe ich jetzt hier zentral auf der Startseite in unserem Microblog, der in dem Fall hier auch als schwarzes Brett dient, gesorgt. Hier heiße ich Sie willkommen, kündige an, dass sie bald bei uns anfängt. Und wir sehen auch hier, dass der Reda schon einen Kommentar hinterlassen hat, in dem er bestärkt, dass er sich über Verstärkung im Marketing freut. Damit wären für mich als Personaler der Onboarding-Prozess abgeschlossen und es ist alles bereit für Alisas ersten Arbeitstag. Genau, und so ist es. Heute ist mein erster Arbeitstag. Ich bin mega aufgeregt, freue mich und genau, ich kann sagen, mein erster Arbeitstag, der hat super angefangen.
Also er ist auf dem besten Weg, der geilste Arbeitstag ever zu werden. Ich wurde begrüßt, es gab direkt so ein Zusammenkommen, Cake and Greet wurde das genannt. Alle neuen Mitarbeiter, die an dem Tag angefangen haben, haben Kuchen mitgebracht, natürlich bei Seibert Media. Der wurde dann zusammen gegessen mit den Leuten, die später in meinem Team sind. Und man hat eine Willkommensbox bekommen mit wichtigen Infos, die einen in den ersten Wochen unterstützen sollen. Da waren auch so Gutscheine drin für Trainings, für Workshops. Und ja, ich kann sagen, ich wurde super herzlich aufgenommen und hatte alles, was ich an meinem ersten Arbeitstag gebraucht hätte. Genau. Und im nächsten Schritt wurde es dann richtig spannend. Und zwar habe ich mich das erste Mal im Seibert Media Intranet eingeloggt. Und zwar werde ich da auf der Startseite direkt von so einer Art Assistenten begrüßt. Ich habe die Möglichkeit, hier mein Profilfoto hochzuladen, damit mich auch alle im Unternehmen direkt erkennen, wenn sie mich mal auf dem Gang treffen. Im nächsten Schritt kann ich hier noch Nachrichten auswählen, die für mich interessant sein können, globale Nachrichten oder Nachrichten auf Standortebene. Und im nächsten Schritt, dann kann ich noch die Abteilung auswählen, das Büro, in dem ich sitze, hier im Luisenforum, meine Position ist schon ausgewählt, es wurde scheinbar schon alles integriert und hierhin übertragen. Dann die Frage, Nutella-Brötchen mit oder ohne Butter? Spannende Frage, also ich esse mein Nutella-Brötchen immer mit Butter und der Geburtstagskuchen wird mitgebracht am 13.04. So, dann schließe ich das Onboarding hiermit ab und lande auf dem Dashboard. So, der erste Eindruck, den ich so habe von den internen Systemen. Ich sehe hier Nachrichten, Unternehmensnachrichten. Ich sehe hier Newsartikel, neuer Mitarbeiter, Events. Hier unten der Microblog. Und hier sehe ich auch schon, hier wurde ich auch schon angekündigt, dass heute mein erster Arbeitstag ist. Die Leute finden es cool und freuen sich über Verstärkung im Marketing. Das like ich hier auch direkt mal. Genau. Dann wurde mir in dem Termin heute Morgen gesagt, dass ich auf dem Dashboard im Intranet einen Link finde zu neue Mitarbeiter. Das finde ich hier unten. Und hier finde ich wohl alles, was nötig ist, um mich im Intranet zurechtzufinden und meine Aufgaben so für die ersten Tage wiederzufinden. Da bin ich jetzt hier auf einer Übersichtsseite. Herzlich willkommen bei uns, neue Kollegen und Kolleginnen. Und hier sehe ich auch schon direkt mich, Alisa Tietz, Marketingmanagerin. Und da komme ich wohl zu meiner Checkliste, von der so viel gesprochen wurde. Genau, herzlich willkommen. Hier finde ich meine Ansprechpartner, Leute, an die ich mich wenden kann zu verschiedenen Fragen. Und hier jetzt meine Aufgaben. Aufgeteilt in erste Woche. Hier sehe ich auch schon den Begrüßungskuchen. Den habe ich natürlich heute Morgen schon mitgebracht. Ist schon ratzeputze leer. Das kann ich direkt schon mal abhaken. Zu einem Newbie-Event soll ich mich anmelden. Schaue ich mal, ob ich das nicht direkt auch machen kann. Das nächste Newbie-Event am 31.03. würde ich mich jetzt direkt mal zu anmelden. Habe ich wieder einen Task abgeschlossen. Und dann habe ich hier noch eine Aufgabe, ich soll ein Selfie machen mit einer Kollegin oder einem Kollegen hier aus dem Büro, um zu zeigen, dass ich da bin, genau, dass ich schon Leute kennengelernt habe. Ich schaue mich mal um, ob ich hier jemanden sehe. Hey, hättest du einen Moment Zeit? Ja, klar. Ich bin die Alisa, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag und ich würde gerne ein Selfie mit dir machen, um im Microblog zu posten, dass ich heute den ersten Tag habe. Ja, klar, gerne. Ich würde das mit der Lynchpin Mobile App machen. Genau, da kann ich nämlich auch auf den Microblog zugreifen. Und hier sehe ich den Post von Adil, in dem er angekündigt hat, dass ich heute meinen ersten Tag haben werde. Und darauf würde ich jetzt einfach mal antworten. Und genau, da das Selfie mit der Christina drunter posten. Ja, schön, dass du da bist. Dann sieht man sich bestimmt. Super, vielen Dank. Das war halt gerne. Genau. Das poste ich jetzt als Antwort unter Adils Post. Das kann man auch direkt hier sehen. Und somit habe ich die nächste Aufgabe aus meinem Flugplan abgeschlossen.
eine Aufgabe, die ich auch gerne heute noch abschließen würde, was wir heute Morgen auch in dem Treffen zusammen gesagt haben, dass man das doch so bald wie möglich machen soll, ist der Begrüßungsblogpost. Und zwar ist es ein Post, der als Nachricht auf dem Dashboard erscheint, in dem ich mich einfach ein bisschen vorstelle und was über mich erzähle. Und das würde ich auch machen. Genau. Den habe ich jetzt geschrieben, veröffentlicht und der wird dann auch für alle anderen Mitarbeiter bei Seibert Media zu sehen sein und die können ein bisschen was über mich erfahren. So, nachdem ich Alisa auf dem Gang getroffen habe, interessiert es mich natürlich, wer sie eigentlich ist und was sie genau bei uns machen wird. Und dafür gehe ich auf den Dashboard und schaue mir die Seite an, sehe hier den Post und unser Bild, das like ich gleich und freue mich. Dann haben wir hier praktischerweise ein Mitarbeitermagazin. So, hier sehe ich Informationen bezüglich Teamveranstaltungen und sehe hier auch gleich Ihren Blogartikel, da drücke ich drauf, lese mir den durch, sehr cool, und like den auch. Sehr interessant und spannend. Genau, zu diesen Blogartikeln möchte ich noch ein paar Worte sagen, denn die spielen auch bei uns eine wirklich große Rolle. Wir zeigen euch hier im Hintergrund ein paar echte Zitate aus Newbie-Blogartikeln, die bei uns neue Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben. Was machen diese Blogartikel mit uns? Wir haben jetzt bei dem Beispiel gesehen, dass es wirklich Alisas erste Interaktion mit dem System war. Das ist das erste ausführlichere Dokument, das neue Teammember bei uns in Lynchpin anlegen. Damit lernen die Kollegen und Kolleginnen das System kennen und tragen so ihren ersten Teil zum Ganzen bei. Aus der Sicht von Christina zum Beispiel ist es natürlich auch so, dass die, die den Blogartikel lesen, einige interessante Dinge kennenlernen. Christina hatte Alisa auf dem Flur getroffen, aber da war für mehr als für das Selfie keine Zeit. Danach kann sie nochmal reinlesen und überlegen, wer war das eigentlich, was macht sie und was macht Alisa aus und was macht Alisa einfach als Mensch aus. Damit ist direkt die Basis für eine bessere Zusammenarbeit und auch ein besseres Verhältnis zwischen Christina und Alisa gegeben. Und natürlich ist auch jeder Mensch besonders. Und auch das kann man, und das ist bei uns auch in der Kultur verankert, dass jeder so sein kann, wie er ist. Und das kann auch über die Blogartikel natürlich zum Ausdruck kommen. Blogartikel werden auch häufig kommentiert. Da entstehen auch die ersten digitalen Unterhaltungen zwischen den Kollegen und Kolleginnen. Und das macht es natürlich viel, viel leichter, in einer Smalltalk oder auch in einer beruflichen Meetingsituation miteinander klarzukommen. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der soziale Aspekt, denn Blogartikel werden viel geliked. Christina hat mal zusammengerechnet, was in den letzten 6 Monaten an Likes zusammengekommen ist bei den Newbie-Blogartikeln und das waren stolze 1096 Likes. Jeder kennt das aus Social Media, wie wichtig es ist, dann auch Feedback zu bekommen und diese Likes und die Bestätigung zu bekommen, geben den neuen Teammitgliedern das Gefühl, willkommen zu sein und das ist ein sehr schönes, positives erstes Erlebnis. Genau. Nachdem ich mir dann Ihren Blogartikel aufmerksam durchgelesen habe, interessiert es mich auch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren und klicke deshalb hier auf Ihr Profil. Sehr cool, Kakteen mag ich auch und sie hatte auch bald letztens Geburtstag, muss ich ihr gleich demnächst gratulieren. Und sehe, sie spricht ebenfalls Spanisch, kann mit ihr üben und, ach ja, sie isst ihr Nutella-Brötchen auch mit Butter, das macht sie mir gleich sympathischer und somit habe ich einen neuen Kontakt geknüpft. Genau, was wir hieran eben sehen, ist, wie Lynchpin die Menschen miteinander verbindet. Das waren jetzt auch teilweise private Themen, über die wir hier in dieser Geschichte erzählt haben, weil das eben auch bei uns bei Seibert Media eine Rolle spielt. Aber das Gleiche ist natürlich auch vorstellbar über fachliche Themen. Zu wissen, ein neuer Kollege spricht eine neue Sprache oder ist Profi in einer bestimmten Software. Zu wissen, was einen verbindet und zu wissen, wofür dieser Mensch der perfekte Experte sein kann für die Aufgaben, die jeden Tag begleiten.
Wir haben also jetzt gesehen, wie Lynchpin und zu Beginn auch Jira den Prozess unterstützt, jemanden neu im Unternehmen onzuboarden. Wir führen Mitarbeiter direkt an unser zentrales Tool heran. Direkt am ersten Tag werden Aufgaben erfüllt in einem System, das von dort an jeden Tag eine sehr große Rolle spielt. Wir haben gesehen, wie Lynchpin dabei hilft, Menschen zusammenzubringen. Und wir haben gesehen, wie Lynchpin dabei hilft und unsere Art des Onboarding-Prozesses auch die Kultur des Unternehmens klar zu bekommen. Sicherlich wird nicht jeder in seinem Profil nach der Nutella-Vorliebe fragen, aber bei uns ist es eben so. Und wir finden es spannend, eben auch über unsere Tools diese Seite der Kultur zu zeigen. Natürlich kann man auch die fachliche Einarbeitung machen, das haben wir jetzt gar nicht gezeigt. Normalerweise erstellen dann Teams noch Aufgabenlisten, die zu erfüllen sind. Und das funktioniert dann auch alles in Lynchpin. Und ganz, ganz wichtig, die soziale Integration. Jeder hat dort eine Identität, jeder hat ein Profil, jeder kann sich darstellen. Und darüber fühlt man sich als Teil des Ganzen. So ein Prozess wie das Onboarding ist ein sehr zentraler Prozess im Unternehmen. Und wenn man im Intranet solche Prozesse abbildet, ist es umso wichtiger, dieses System auch ernst zu nehmen. Und der Reda erzählt uns jetzt noch ein bisschen was darüber. Ja. Erstmal danke ans Team für die tolle Darstellung und die Story. Man sieht halt sehr deutlich, wie so ein Prozess positioniert werden kann und welche Wichtigkeit das auch für neue Mitarbeiter, aber auch für bestehende Mitarbeiter eben darstellt. Ne? Um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, gebt eurem Intranet die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wollen wir mal auf die Auswirkungen schauen, die das Ganze hat, was das mit dem Branding zu tun hat, solche Prozesse abzubilden, denn die Assoziation dieser beiden Themen ist eben nicht unbedingt direkt und einfach und was das Ganze mit Innovation und Stabilität eben zu tun hat. Ne? An dieser Stelle ist es so, wenn man so einen Prozess abbildet, so einen zentralen Prozess, dann hat ein Nutzer ein Ich-Erlebnis, eine eigene Perspektive, die er mit dem System auch verbindet. Der soll jetzt eine Aufgabe erfüllen oder irgendeinen Prozess dort durchlaufen und die Nutzererfahrungen, die er dort eben kennenlernt, die er eben tatsächlich erfährt, die behält er auch und die erzeugt sozusagen dann für ihn die Akzeptanz, die er mit dem System dann auch verbindet. Das Ganze ist eben sehr wichtig, denn sowohl für das Positive als auch für das Negative ist es geltend. Das bedeutet, wenn ich ein negatives Erlebnis mit dem System habe, weil es vielleicht langsam ist oder nicht einfach verständlich, die Usability schwierig ist, dann behält sich das der Nutzer und assoziiert das dann automatisch mit dem System und dadurch ist natürlich seine Akzeptanz beeinflusst. Und gerade das wollen wir in der positiven Form auch versuchen, besser zu machen und zu steuern. Ne? Das Ganze dann hochskaliert eben auf einen größeren Kreis von Nutzern für so ein System, auch die ganze Belegschaft, hat einen unglaublichen Einfluss auf die Thematik Positionierung der Lösung und wie diese Lösung sich überhaupt weiterentwickeln kann, ob sie sich überhaupt etablieren kann, weil Akzeptanz da ist oder eben keine da ist. Das ist ganz wichtig, diese Verkettung zu betrachten und auch zu verstehen. Die allgemeine Nutzerakzeptanz hat sehr viel mit Mundpropaganda zu tun. Das heißt, auch wenn ich vielleicht noch nichts mit dem System effektiv zu tun hatte, weil meine zentralen Prozesse jetzt noch nicht in dem System abgebildet werden, höre ich von anderen Kollegen in Gesprächen, in Meetings oder vielleicht auch in Projekten, in denen ich mal mitarbeite, wie gut oder auch wie schlecht so ein System angekommen ist, ob die Prozesse sinnvoll abgebildet werden konnten oder ob sie tatsächlich eher zu schwierigeren Situationen geführt haben, als versucht wurde, diese in diesem System abzubilden. Und gerade dann ist es wichtig, das in seiner Strategie mit zu betrachten, was Akzeptanz alles auslösen kann in so einem Lebenszyklus für eine Lösung, die man eben anbietet. Ja? Und ganz wichtig an dem Punkt, Entscheidungen, die an gewissen Stellen getroffen werden von Entscheidern, von Stakeholdern, sind immer beeinflusst durch genau diese Situationen und Informationen, die existieren. Ja, denn die Informationen, von wem werden die Informationen gesammelt, herangetragen und bewertet und analysiert? Natürlich von den Kollegen in der Belegschaft, von den Mitarbeitern.
Und diese konsolidieren dann diese Informationen und bringen sie dann an die richtigen Stellen, damit dort eine Entscheidung getroffen werden kann. Aber in der Regel ist es nicht so, dass ein Stakeholder sich tatsächlich alles selber im Detail anschaut, sondern er schaut eben auf die Informationen, die gesammelt wurden und bewertet dann anhand dieser Informationen. Und auch da ist es wichtig, wenn ein System eben keine Akzeptanz besitzt, das sich nicht etablieren konnte und auch tatsächlich eher in der persönlichen Erfahrung und der persönlichen Perspektive der Mitarbeiter nicht gut dasteht, dann spiegelt das in der Regel auch tatsächlich die Informationen wider, die da zusammengetragen werden, damit eben eine Entscheidung getroffen wird, ob eine Lösung für gewisse Dinge eingesetzt werden soll oder ob eine Lösung tatsächlich noch weiter genutzt werden soll. Das ist ganz wichtig. Ja? Was hat das Ganze mit Stabilität zu tun? Also was haben Prozesse tatsächlich mit Stabilität zu tun? Weil das eben nicht eindeutig ist, diese beiden Themen. Aktuell haben wir den Prozess Onboarding gesehen und auch durchlaufen und verstanden, was das für einen Einfluss haben kann. Dass das nicht nur für die neuen Mitarbeiter eine Relevanz hat, sondern vor allen Dingen auch für die bestehende Belegschaft, weil sie besser verstehen, wer neu im Unternehmen ist und die Eigenschaften dieser Mitarbeiter auch viel schneller kennenlernen. Die können eine persönliche Beziehung aufbauen, die können aber natürlich auch eine fachbezogene Beziehung aufbauen, weil sie wissen, was die Personen an Expertise und vielleicht an Kenntnissen eben mitbringen. Ja? Diese Transparenz zu schaffen. Das deutet darauf hin, dass es schon ein sehr zentraler Prozess ist, dieser HR-Onboarding-Prozess. In der Realität ist er das auch. Und dann gibt es zum Beispiel den Prozess der Dokumentationen. Wenn Dokumentationen erstellt werden, gibt es irgendwie Wissen, auf das zugegriffen werden kann. Und das liegt irgendwo in einem System, zum Beispiel dann bei uns im Linchpin. So, wenn man diese beiden Prozesse jetzt betrachtet, dann sehen wir zwei Prozesse. Wie sieht das Ganze dann aber eigentlich aus, über eine längere Lebenszeit hinweg, wenn so eine Lösung lange genutzt wird? Ja? Dann kann es eben viel mehr Prozesse geben, die da eingesetzt werden. Und die haben auch einen völlig anderen Einfluss auf die Belegschaft und damit auch eine andere Wichtigkeit oder auch gerne genannt Kritikalität für das Unternehmen. Ja? Wenn zum Beispiel den Onboarding-Prozess und zentralisierte Benutzerdaten sprechen oder Experten suchen oder zum Beispiel das Projektmanagement mit eigenen Projekträumen und Kollaborationsräumen, dann stellen diese Dinge in der Regel sehr zentrale Prozesse dar. Das bedeutet, wenn diese Prozesse nicht mehr genutzt werden können, dann sind die Mitarbeiter nicht wirklich handlungsfähig. Die können also tatsächlich nicht mehr arbeiten. Und gerade deswegen ist es wichtig, Prozesse mit Stabilität zu verbinden. Und was Stabilität dann in dem Kontext der Lösung bedeutet, die ich da gerade einsetze. Ja? Und vor allen Dingen, System entwickelt sich in der Regel weiter. Das heißt, es gibt dynamische Veränderungen. Die Use Cases, die wir hier gerade sehen, verändern sich selbst, die entwickeln sich weiter und wir entwickeln unsere Lösung Linchpin natürlich auch weiter. Das bedeutet, Use Cases können auch ganz anders mit der Zeit umgesetzt oder gelöst werden. Und es kommen natürlich über die Zeit hinweg auch neue Use Cases hinzu, denn ein Unternehmen entwickelt sich und auch die Lösung sollte sich mitentwickeln. Und genau das versuchen wir dann an dieser Stelle auch abzubilden. Wenn wir uns das Ganze jetzt auf einer sogenannten Release-Pipeline betrachten, wir sprechen da gerne über Innovations-Releases, das heißt nicht mehr technisch getriebene Releases, ich mache jetzt irgendwie ein Update auf irgendeine Version X, sondern ich betrachte das Ganze tatsächlich Prozess-Use-Case-basiert. Was will ich mit dem nächsten Release erreichen, um meiner Belegschaft dabei zu helfen, besser zu werden und besser mit dem System zu arbeiten? Ja, und gerade dieser Innovationsgedanke sorgt dafür, dass Lösungen sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln und nicht stagnieren, während sich das Unternehmen und seine Strategie und die Prozesse und auch die Belegschaft weiterentwickeln und andere Dinge erwarten, die Lösung aber das gar nicht mehr abdecken kann. Und gerade das soll ja nicht sein. An dieser Stelle sieht man über den Lebenszyklus hinweg von so einer Pipeline, wie zum Beispiel Use Cases dann in das System eben einhergehen. Und über die Farben erkennt man auch so ein bisschen, welche dieser Use Cases, also dieser Prozesse, in dem Fall tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Unternehmen spielen. Und je mehr
solcher Use Cases im System angeboten werden, desto mehr wird diese Lösung auch eingesetzt, natürlich wenn eine Akzeptanz da ist. Ja? Und desto mehr Stabilität benötige ich, dass meine Mitarbeiter, meine Belegschaft auch immer arbeiten kann mit der Lösung und handlungsfähig ist. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal in der Stabilität selbst betrachten, sehen wir, es gibt wachsende Anforderungen, das Unternehmen entwickelt sich weiter, das muss irgendwie im Einklang geschehen und dadurch habe ich, dass eben entsprechende Use Cases dazukommen, einfach eine höhere Kritikalität, eine Ansammlung von mehreren Prozessen und dafür brauche ich eben zum einen eine Produktsicherheit der Lösung, die ich da einsetze, aber zum anderen auch eine Lösung, die mir einfach eine nachhaltige Strategie und Planung erlaubt. Das ist unglaublich wichtig. Mal diese strategische Brille auch auf das Thema geworfen hast. Das war's von unserer Seite. Wir werden in unserem Chatraum uns gleich das Ergebnis der wichtigen Nutella-Umfrage anschauen. ansonsten gibt es nachher auch noch die Möglichkeit, in einem Open Space-Thema weiter darüber zu sprechen. Wir könnten auch noch erzählen, wie wir vom Prozess in Linchpin auch mit Vorlagen arbeiten, um diesen Prozess zu steuern. Ansonsten stellen wir auch die Inhalte auf der Demo-Instanz von Linchpin zur Verfügung. Scheut euch nicht, die Themen auch wirklich zu übernehmen und euch was abzuschauen. Macht was draus. Und ich denke, Reda, du und dein Team, ihr sprecht auch gerne mit den Linchpin-Kunden über die Details nochmal. Ja. Alles klar, dann vielen Dank auch nochmal an den Rest des Teams und ganz viel Spaß heute beim AEC Remote. Danke.